Willkommen zurück zu einer neuen Folge vom LS19-Projekt hier auf der Map Hofbergmann. Seit der letzten Folge ist wieder eine ganze Menge passiert und es sind viele Kleinigkeiten. Ich habe ein bisschen sortiert, ein bisschen aufgeräumt. Allerdings habe ich auch große Sachen gemacht und welche das sind, das habt ihr jetzt vermutlich schon gesehen. Ich werde es aber gleich auch nochmal erläutern, warum, wieso, weshalb und was vor allen Dingen. Aber jetzt würde ich sagen, machen wir das Teil erstmal an und lassen hier mit VCA die Spur finden. Und dann, was da immer aus dem Auspuff rauskommt. Das erstaunt mich doch immer. Und dann machen wir weiter hier mit der Sojaernte. Und wie ihr sehen könnt, bin ich jetzt fast fertig. Also ich denke so, ja, zwei Bahnen sind es jetzt noch oder anderthalb Bahnen. Und dann haben wir das hier auch abgehakt. Es wartet aber ja noch ein Rapsfeld. Also verabschieden können wir uns von dem Drescher hier noch nicht. Allerdings habe ich diesem Drescher, ähnlich wie dem Fendt, auch ein Motor-Upgrade verpasst. Ist natürlich ein bisschen unrealistisch. Habe ich in der letzten Folge schon gesagt, dass man einfach einen neuen Motor einbaut. Klassischer Montag. Aber ich habe gemerkt, dass mit dem Mega, ich glaube 206 hatten wir letztes Mal, ich bin mir nicht ganz sicher, dass es damit wirklich eine Qual ist. Ich habe das in der Realität durchaus schon gesehen, im Urlaub nämlich. Das war ganz witzig anzusehen. Das war auch witzigerweise ein etwas älterer Klaas-Drescher. Ich konnte allerdings aus der Ferne nicht ganz erkennen, was das für ein Modell war. Und meine Familie wollte auch weiter, dann hieß es, ach Ansgar, komm, jetzt halten wir uns nicht damit auf. Aber ich war natürlich sehr interessiert und da habe ich gesehen, dass sich ein Drescher auch sehr gequält hat, sehr abgemüht hat, den Berg hochzukommen. Allerdings habe ich hier nach der zweiten, dritten Bahn gemerkt, ach, das ist es echt nicht, das zögert das Ganze nur hinaus und für die Zeitersparnis war ich bereit, ein bisschen Geld auszugeben. Ich habe allerdings auch wieder Sachen verkauft und heute in der Folge werden wir vermutlich auch noch ein bisschen was Größeres verkaufen. Wir werden vermutlich auch noch eine Mission machen, wir werden Wein verkaufen und noch viele andere Dinge machen. Und vor allen Dingen werden wir den Soja hier verkaufen oder das Soja, was wir hier geerntet haben, verkaufen. Das wird also großartig und natürlich habe ich mir auch wieder eure Kommentare durchgelesen und war erstaunt, ein bisschen auch belustigt, aber ich habe vor allen Dingen viel gelernt. Nämlich ging es ums große Thema Gülle und da war ich mir in den letzten Folgen ja nicht so ganz sicher. Ich könnte das den ganzen Tag könnte ich hier ernten. Mit VCA ist das wirklich eine schicke Geschichte. So, einmal kurz drehen. Ah, der Hebel bewegt sich ja sogar. Das habe ich noch gar nicht gesehen. Also ihr hattet mir das damals hier empfohlen. Das ist natürlich schon echt klasse. Jetzt nehmen wir hier nochmal gerade was von dieser Bahn weg. Da ist ein bisschen was übrig geblieben zwischen Vorgewende und der letzten Bahn, deswegen die paar Krümel werden nochmal geerntet. Das können im Zweifel ein paar Euro sein und die wollen wir natürlich mitnehmen. Wie auch immer, ich habe viel gelernt in der letzten Folge und zwar über das Thema Gülle, denn ich habe euch ja gefragt, was macht man eigentlich mit überschüssiger Gülle? Es kann ja schon mal sein, dass ein bisschen was übrig bleibt, wie bei mir auch. Und ich habe es dann einfach zurückgepumpt und ein, zwei von euch haben auch geschrieben, kann man machen. Weiß ich jetzt natürlich nicht, ob die Ahnung haben oder nicht. Aber die meisten von euch haben geschrieben, man bringt es einfach auf einer Reihe. Hier links, das kann ich aus irgendeinem Grund nicht ernten. Also das bin ich mehrmals drüber gefahren. Keine Ahnung, was da los ist. Vielleicht sind da noch andere Pflanzen drin oder so. Ich weiß es nicht. Irgendwie wollte der das hier nicht aufnehmen. Aber genau, ihr habt mir geschrieben, die Gülle bringt man einfach auf einer Reihe aus, die man schon bearbeitet hat, wo man schon Gülle gefahren hat. Wie schnell das hier geht. Damit wird man sie dann los. Was ich allerdings nicht wusste ist, und da kann man mal wieder sehen, na, in manchen Dingen bin ich doch noch nicht so ganz fit. Denn bevor man Gülle fährt, rechnet man sich das offensichtlich durch. Also es gibt so Berechnungsmethoden oder so Rechner, mit denen man herausfinden kann, wie viel Gülleprojekte dann ausgebracht werden soll und wie viel man dann eben mitnimmt. Und die Feldgrößen kennt man ja, im besten Fall. Und deswegen vermeidet man so mehr oder weniger, dass überschüssige Gülle überhaupt mitgenommen wird. Und wenn dann doch was übrig bleibt, ja, dann wird es eben ausgebracht. Einer von euch, der hatte erstaunlich viele Likes, hat auch geschrieben, Ansgar, wenn wir das machen, wir gucken einfach, dass wir hier irgendwie eine Stelle finden, die jetzt nicht gedüngt werden muss. Und dann machen wir einfach hinten das Fass auf und dann wird es einfach rausgesprudelt. Ich meine, das... Könnt mir vorstellen, dass das die Praxis ist, aber das lassen wir mal lieber. Ich glaube, das ist nicht so ganz im Sinne vieler Leute. Also,
wie gesagt, ich kann mir vorstellen, wenn das jetzt nicht so super viel ist, dann wird das vermutlich so gehandhabt. Aber ich wusste tatsächlich nicht, dass man das nicht zurückpumpen kann, in vielen Fällen. Und die Schläuche sind wohl auch in der Realität sehr schwer zu bewegen. Aber so kompliziert wie hier, kann ich mir nicht vorstellen. So, dann werden wir einmal das ganze Ding hier draufhieven. Das habe ich ja letztes Mal runtergeschleift. Aber jetzt machen wir das natürlich nicht, sondern legen das Ganze ab. Und dann machen wir erst die Zapfwelle ab und dann müssen wir jetzt hier noch das Mehrwerk abmachen. So, und dann können wir hier zurückfahren und entweder wir... Ach, die paar Meter kann man, glaube ich... Ich glaube, ich tue den Drescher wieder vorne dran, sodass der zum Rapsfeld weiterfahren kann. So. Ich finde diesen Anhänger einfach so cool irgendwie. Ich weiß gar nicht warum. Ich meine, das ist ja nur ein Anhänger, aber ich finde, das ist eine der besten Investitionen bislang gewesen. So, jetzt mal Ruhe hier. Einmal dran, das Ding. Schläuche dran. Und dann kann das Ding später weiterfahren. Allerdings möchte ich jetzt erstmal mit dem Fendt fahren. Und ich habe mir überlegt, ob ich das jetzt einlagere oder nicht. Das ist im Prinzip egal. Die Preise werden sich, glaube ich, kaum ändern. Und wir brauchen die Kohle ja relativ dringend. Deswegen, ich glaube, der Raiffeisenmarkt hat den besten Preis geboten. Aber ihr seht, ich war schon beim Wein unterwegs, weil ich ja später verkaufen möchte. Die Kirche bietet aktuell den besten Preis, aber ihr wisst es ja, die Kirche hat keinen Kabelstapler. Das ist immer ein bisschen ungünstig. Deswegen werde ich wohl wieder zum Raiffeisenmarkt fahren. Aber jetzt gucken wir erstmal hier bei den Sojabohnen und sehen, da ist es auch der Raiffeisenmarkt. Das heißt, wir fahren gleich auch dahin. Komm, wollen wir nicht die Wiese zerstören. Vorher möchte ich aber mal schnell mit euch zur Kompostanlage fahren. Denn da steht ja noch der große Verkauf bevor und ich muss mal gucken, wie weit es da fortgeschritten ist. Also das eine Silo habe ich, glaube ich, erst am Morgen zugedeckt. Das heißt, es wird wohl nicht so weit sein. Aber beim anderen hoffe ich, dass es mittlerweile fertig ist, sodass wir das dann im Laufe des Tages hier in-game noch verkaufen können. Erfolge wird es wohl nichts mehr, aber Mensch, schalte denn hier nicht. So. Okay. Hier beim Fendt macht sich dieses Leistungsupgrade nur bedingt bemerkbar. Also ich glaube, wenn man da jetzt nochmal investieren würde, dann würde sich das vermutlich mehr bemerkbar machen. Aber bei dem Drescher, das war ein Unterschied wie Tag und Nacht. Also der ist ja wirklich wie eine alte Krücke da den Berg hochgelaufen. So. Dann schauen wir einmal schnell und sehen. Also das habe ich, glaube ich, erst zugedeckt. Hier vorne, das ist natürlich immer blöd. Das muss ich später mit dem Teleskoplader nochmal zur Seite schaufeln, um es dann später in die nächste Kompostanlage sozusagen zu bringen. Oder in den nächsten Kompostiervorgang. Hier sind 6% und hier sind es 100%. Das heißt, wir können das Silo hier schon öffnen und haben das schwarze Gold, wie ich es nenne. What? 200.000. Und wie viel sind das hier? Das sind bestimmt auch nochmal so 200.000, ne? Ich glaube, das ist mehr, als ich vermutet hatte. Wenn wir das haben und noch ein paar Trecker verkaufen und noch ein bisschen Wein verkaufen, dann ist uns die BGA sicher. Hör mal, das ist ja köstlich. Ah ja, ich muss später auch noch den Kühen Stroh geben. Ganz vergessen. Aber ich wollte mich erstmal sowieso ich wollte sowieso erstmal das Feld weitermachen, dass wir da erstmal fertig werden und dann können wir das ja immer noch später angehen, das Projekt mit den Kühen oder der Tierversorgung. Und für nächste Folge habe ich einen absoluten Hammer. Ich weiß, wir verdienen jetzt ein bisschen Geld und ich weiß, ich werde es dann wieder so zum Teil auf den Kopf hauen, weil ich mir einen Trecker mieten werde. Es wird sich aber lohnen. Es wird sich lohnen, weil das ist, also das ist ein Knüller. Ich habe es mir vor der Folge hier schon angeschaut und es wird wirklich großartig. Was manche Modder hier in den Landwirtschaftssimulator reinbauen,
Ich muss sagen, ich bin immer wieder fasziniert und bin auch sehr dankbar, dass sie das Spiel so nach vorne bringen. Denn klar, das Grundspiel bietet viel, aber so die richtig coolen Sachen, wir spielen ja hier eigentlich auch nur mit Mods. Also ich weiß gar nicht, habe ich hier irgendeine Standardmaschine aktuell im Einsatz? Ich glaube nicht. Und das machen ja die meisten. Insofern bin ich da schon immer überzeugt und auch überrascht, was es da so alles gibt. Und in der nächsten Folge wird es dann mal wieder sowas zu sehen geben. Was ich dann genau mit dem Trecker mache, weiß ich ehrlich gesagt noch nicht, aber da wird sich sicherlich irgendeine Arbeit finden. Ich muss euch allerdings ehrlich sagen, mir ist während des Erntens im Drescher jetzt vor der Folge hier nochmal aufgefallen, was es eigentlich bedeutet, wenn wir zu Seasons wechseln. Das ist kein Spaß, das ist kein Zuckerschlecken. Das wird richtig Arbeit. Wir müssen ja auch die Fruchtfolge beachten, wir müssen die Jahreszeiten beachten, das heißt im Winter können wir eigentlich gar nichts machen außer den Produktionen und dafür im Sommer bis zum Herbst ist dann richtig Gas geben. Ich meine, es wird alles wesentlich realistischer, aber das ist schon, das wird alles hier durcheinander wirbeln. Also auch das Geld verdienen wird damit wesentlich schwerer und das fällt mir ja jetzt schon schwer bei meinen Ausgaben, die ich ja immer habe. Ich habe kurz gezuckt, weil ich mir dachte, wo war es nochmal, links oder rechts, aber es ist natürlich links der Raiffeisenmarkt. Und dort verticken wir jetzt schnell die Sojabohnen. So. Der kommt mit. Der muss man natürlich ein bisschen im Hinterkopf behalten, dass der Anhänger ziemlich lang ist. Aber das ist ja noch ein relativ dankbares Kaliber, nur damit zu rangieren. Also ich habe auch nach vielen, vielen Jahren mittlerweile im Landwirtschaftssimulator noch so meine Schwierigkeiten mit den Drehschemeln. So, moin Maite. Hab aber wieder eine frische Ladung dabei. Jetzt gucken wir einmal schnell, wo er ablädt. Ach, komm. Wenn man es nicht gewohnt ist, so abkippen Kornschieber. Quatsch. Wenn man es nicht gewohnt ist. Ah, nur aber. Wollen wir über Kornschieber? Wir können eigentlich über das komplette. So. Können wir die Klappe komplett aufmachen, müssen wir nicht nur den Kornschieber nutzen. Dann geht's alles ein bisschen flotter. Oh, das ist doch. So habe ich das Hof-Bergmann-Projekt gern. 10.000 Euro haben wir damit verdient. Ich habe mir noch nie so richtig durchgerechnet, ob sich das eigentlich lohnt, beziehungsweise wie viel Gewinn man eigentlich an so einem kleinen Feld wie diesem macht. Wenn man jetzt hier, weil ich muss ja auch Spritzmittel einrechnen, ich muss Kraftstoff einrechnen und so, da kommt ja eine Menge zusammen. Ich denke, das wird immer noch ein gutes Plus sein, aber ich habe mir noch nie durchgerechnet, wie viel Plus man eigentlich tatsächlich generiert durch so ein Feld. Würde mich mal interessieren. Ach übrigens, ich habe mir mittlerweile auch Proceed angeguckt, weil ihr euch ja Fahrgassen gewünscht habt oder gesagt habt, wenn du Fahrgassen haben willst, dann musst du Proceed nutzen. Ich habe mir das angeschaut, ich muss euch allerdings ehrlich sagen, ich steige da nicht ganz durch. Also ich dachte erst, ich hätte es verstanden, aber ich steige da nicht so ganz durch, wie das jetzt zu handeln ist und vor allen Dingen mit welchen Dingen das dann kompatibel ist und mit welchen Dingen das nicht kompatibel ist. Deswegen muss ich irgendwann mal jemanden treffen, glaube ich, der mir das ausführlich erklärt, aber bis dahin werde ich es hier auf jeden Fall nicht einsetzen. Weil ich auch nicht weiß, ob das zum Beispiel, also es ist auf den kleinen Feldern, die ich jetzt hier habe, wird das relativ mühsam sein für einen relativ geringen Effekt. Deswegen werde ich das, glaube ich, erst noch zurückstellen. So. Jetzt wundert sich der ein oder andere, was ich hier am Händler mache, aber ich habe es ja am Anfang angekündigt. Ich möchte heute auch mal wieder ein bisschen was verkaufen und diesen Weidemann habe ich mir ja ursprünglich eigentlich für die Gemüseplantage gekauft. Die ist jetzt weg, also kann der Weidemann auch weg und der bringt uns immerhin 30.000. Oh, Leute, es wird besser und jetzt wird es noch besser, denn wir switchen mal schnell, den lassen wir gerade mal hier stehen und wir switchen mal schnell zur Winzerei in den
Mercedes-Benz. Und dann sehen wir, hier läuft es immer noch ganz gut. Einmal kurz bei Sabine hier vorbeischauen. Ja, ja, ja. Cheffe ist hier. Keine Kaffeepause jetzt hier. Ja, ja, gönn dir erstmal ein Zigarettchen nach der harten Arbeit. Vielleicht... Oh ja, jetzt geht's los hier. Vielleicht nächstes Mal in den Trauben rauchen, dann wird's noch ein bisschen hygienischer hier in der Bude. Macht's gut, ne? Und nicht zu viel kosten vom Wein. So, denn das wollen wir ja verkaufen. Jetzt müssen wir einmal hier schnell das ganze Ding hier ankoppeln und dann sehen wir, ich habe einen Anhänger gekauft. Das ist allerdings nicht der Anhänger, den ihr mir empfohlen habt. Ich werde erstmal alles sichern. So, dann machen wir hier einmal schnell zu. Und hinten einmal schnell zu. Ah ne, da müssen wir gar nichts mehr zumachen, mein Fehler. Und dann fahren wir damit einmal schnell zum Raiffeisenmarkt, wo wir eben schon mal waren. Würde sich wundern. Sieh schon wieder. Ah nee, das ist ja das alte Problem. Ich habe es gerade gelöst. Das war nämlich gerade das alte Problem, was diese Anhänger manchmal machen. Ich habe aber jetzt auch direkt des Rätsels Lösung gefunden. Wie auch immer, es ist nicht der Anhänger, den ihr mir empfohlen habt. Denn ihr habt mir diesen Mercedes-Benz Sprinter-Anhänger, der auch so heißt oder so benannt ist, empfohlen. Den habe ich mir angeschaut, habe den einfach mal so runtergeladen, wie er in den Kommentaren stand, habe ihn mir hier in-game angeschaut und dann dachte ich mir, nee, das machst du nicht, den nimmst du nicht. Der ist nämlich, also das ist eine ganze Karawane, der ist riesig lang und ich habe in der Realität noch nie einen Sprinter mit einem solch langen Trailer gesehen. Ich weiß nicht, ob das erlaubt ist, aber das sah so komisch aus. Deswegen dachte ich mir, nehme ich eher ein etwas kleineres Gefährt, nämlich diesen Anhänger. Bei diesen Anhängern hier von dem Modder darf man nur nicht den ersten Spanngurt spannen. Also den muss man immer wieder lösen, wenn man alle gespannt hat. Weil sonst kann man den Anhänger nicht richtig navigieren, beziehungsweise kann nicht mehr richtig lenken. Das habe ich früher nie so richtig verstanden, worin das lag, aber jetzt ist es mir klar. So, der schleift natürlich ein bisschen. Also wenn wir hier rausgezogen werden, schwierig, kritisch, kann ich nicht zu meiner Verteidigung sagen. Aber ich würde sagen, wir machen das gewohnte Spielchen, denn das dauert jetzt hier 5 Minuten oder so. Wir machen das gewohnte Spielchen, ich verkaufe es mal schnell im Zeitraffer und dann sehen wir uns gleich wieder. Die ganze Verkaufsaktion ist mittlerweile beendet und jetzt können wir uns der nächsten Mission widmen. Die werde ich jetzt einfach mal so zwischenschieben. Da vorne übrigens mein Lieblingsgewicht. Ihr fandet es wirklich nicht so lustig, aber es ist immer noch auf dem Hof. Vielleicht wird es mal wieder eingesetzt bald. Jetzt geht es aber erstmal darum, die Tanks hier festzumachen und mitzunehmen, um ja, die nächste Düngemission zu absolvieren. Und wie es der Zufall will, habe ich hier sogar noch Flüssigdünger drin.
Den kann ich also direkt verwenden und dann gucken wir mal, wie weit wir damit kommen. Ich muss nämlich zurück auf das Feld 11 und da war ich schon im Livestream unterwegs. Kenne mich also bestens aus und weiß auch, dass es relativ schnell zu schaffen ist und es immer relativ gutes Geld gibt. Aber ich bin sowieso großer Fan von diesen Dünge- und Spritzaufträgen, weil das einfach, also das ist jetzt mit der Amazone hier einfach leicht verdientes Geld. Die hat so viel nicht gekostet und hat aber eine enorme Arbeitsbreite, das ist ja bekannt. Und warum auch immer, wird's gut bezahlt. Der Fronttank ist ein bisschen zu hoch, ne? Sieht immer ein bisschen, da sieht man überhaupt nichts mehr von der Straße. Ah, jetzt muss ich den mal hoch machen. Wollen wir jetzt hier hochfahren, aber ansonsten mache ich den, glaube ich, mal runter. So, okay. Sonst sieht man überhaupt nicht, wo man hier eigentlich langfährt. Da muss man nach dem Tastsinn, auf den Tastsinn sich verlassen. Natürlich schwierig ist, ne? So, genau. Dann fahren wir mal gerade kurz hier ran. Und nehmen den Auftrag an, bevor er weg ist. Das ist nämlich hier Düngen. Vertrag akzeptieren auf dem Feld 11. Und dann machen wir das mal. Das sind ungefähr 10 Minuten, glaube ich, die das dauert. Und man verdient damit 8000 Euro. Und dadurch, dass ich jetzt noch Flüssigdünger übrig hatte, muss ich da nicht mal richtig viel Geld investieren. Das ist ja sonst, muss man es immer noch innerlich abziehen von dem Geld, was man da verdient. Die Kosten für das Spritzmittel, also das Pflanzenschutzmittel oder eben das Düngemittel. Aber das fällt jetzt bei diesem Auftrag weg. Das heißt, 8000 Euro, die nehmen wir doch gern mit. So, und jetzt muss ich mal kurz überlegen, wie ich das jetzt hier am besten ansehe. Wir gucken uns das Feld mal schnell an. Gibt es hier irgendwo eine einigermaßen gerade Seite? Natürlich nicht. Dann mache ich erstmal, fahre ich einmal kurz rum. Und dann fahre ich ihn rein. Alles klar. Attacke. Machen wir das Ding einmal schnell auf. Pflegebereifung habe ich ja Gott sei Dank auch noch aufgezogen. Ich glaube, die lasse ich auch dauerhaft auf dem Fendt, bis ich ihn dann irgendwann verkaufe. Also sowohl der Klaas... Ach, ich habe gerade Fendt gesagt, ne? Oh, das... Jetzt lösche ich am besten meinen Kanal. Nachdem ich ja schon wirklich fürchterliches lesen musste, nachdem ich mich aus Versehen mal versprochen habe und den Messel Ferguson doch tatsächlich Case genannt habe, weil beides meistens ja eine rote Farbe hat. Aber jetzt den nächsten Fehler begangen. Ich glaube, ich habe gerade Fendt gesagt. Wie auch immer, ich meinte den Klaas, also sowohl der Klaas als auch der Messe Ferguson, ihr habt gehört, beide werden weggehen. Habe ich das nicht richtig verbunden oder muss ich das erst... Ah, ich glaube da... Die Zapfwelle natürlich. Natürlich. Hier vorne muss ich aber, glaube ich, keine dran machen, ne? Ne, okay. Habe ich vergessen. So, aber jetzt... Ah, was eine schöne Geschichte hier. Da wird das ordentlich gedüngt. Und ich hoffe, dass es später da oben keine Probleme gibt mit dem Gestänge durch die Steigung. Aber ich glaube, letztes Mal gab es da auch keine Probleme. Insofern bin ich da guter Dinge. Also sowohl der Klaas als auch der Messe Ferguson, die werden auf lange Sicht weggehen, damit wir einfach mal wieder neue Trecker haben hier auf dem Hof. Es wird mal wieder Zeit. Das ist ja das Schöne am Spiel, da kann man sich das ein bisschen öfter leisten, wenn man nicht gerade auf eine BGA spart, als in der Realität. Wie auch immer, das soll es soweit gewesen sein von der Folge. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn ja, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Und ich glaube, wenn ihr das seht, kommt auch schon der Alpine DLC raus. Da wird's mir wirklich, da würdet ihr mir einen großen Gefallen tun, wenn ihr den, falls ihr diesen DLC kauft, über den Link in der Videobeschreibung kauft. Müsst ihr natürlich nicht machen. Und ich verstehe auch jeden, der sagt, ach, für mich ist es nichts, kauft mir nicht. Dann ist es ja total okay. Aber wenn ihr euch den sowieso kaufen wollt, wäre es super, wenn ihr das über den Link in der Videobeschreibung macht. Und auch nächstes Mal wieder dabei seid. Vielen Dank euch fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.